Radtourismus. Ein Begriff, von dem fast jeder eine etwas andere Vorstellung hat. Denn den Radtouristen gibt es nicht. Es gibt Streckenradler, radwandernde Genießer, Radausflügler, Vielfahrer, Gebirgsüberquerer, Regioradler, Sterntourenradfahrer, Urlaubsradler, Mountainbiker, Rennradfahrer, E-Biker, Familienradler, sportliche Radfahrer, Cross-Country-Fahrer, Freerider, kurzum einen stark segmentierten Markt. Jede dieser Zielgruppen hat ihre ganz eigenen Ansprüche an Streckenbeschaffenheit und Profil, an Services und Beherbergungsangeboten, an Art und Umfang von Informationen. Und für jede Gruppe muss man in der Werbung den richtigen Ton und im Vertrieb die richtigen Kanäle treffen. So bevorzugen Regioradler, die von einer festen Basis aus Tagestouren in die Umgebung unternehmen, als Quartier Campingplätze, die sie häufiger per Wohnmobil ansteuern. In Hotels logieren gut ein Fünftel. Sind Rennradfahrer unterwegs, schätzen sie verkehrsarme Straßen mit einem guten Straßenbelag und teilweise langen Strecken mit steilen Anstiegen und jede Menge Höhenmeter. Die meisten sind zwischen 26 und 45 und zwischen 46 und 65 Jahren alt, männlich, in der Gruppe unterwegs und an Events interessiert. Auch Mountainbiker mögen Events. Als Strecken suchen sie hingegen Pfade und schmale Wege, die unbefestigt, naturbelassen und nicht mit Maschinen befahrbar sind, also Single Trails, gerne unter 2 Metern Breite. Schweißtreibende Anstiege und flowige Abfahrten sind für die zu 82% männlichen und zu 73% unter 45 Jahre alten Mountainbiker die Würze einer Tour. Ganz anders die Familien und Paare, die auf Tourenrädern unterwegs sind. Sie wünschen sich beschilderte Radtouren abseits der Straßen. Auf Wegen, die auch geschottert sein dürfen. Sehenswürdigkeiten, Einkehrmöglichkeiten und möglichst geringe Steigungen. Es sei denn, sie sind per E-Bike unterwegs. Aber erst die richtigen Dienstleistungen machen aus einem guten Streckennetz auch eine chancenreiche Radreisedestination. Ein Shuttle-Service, der sportliche Sterntouren-Radfahrer bei einer Panne oder einem Wetterumsturz zum Hotel zurückbringt. Abschließbare Bike-Garagen mit Montageständern und Werkzeug, in denen die Gäste ihr teures Material sicher abstellen können. Oder die Möglichkeit, die Räder nach einer Tour zu reinigen. Auch Sportmassagen, Erste-Hilfe-Päckchen, Tourenkarten, ein Verpflegungsservice für lange Touren und die Bereitstellung von Ersatzteilen runden das Angebot eines radlerfreundlichen Betriebs ab, von denen es immer mehr gibt. Darunter die inzwischen mehr als 5.500 Bett- und Bike-Partnerbetriebe in Deutschland. Mit Tourenguides, Testwochenenden und Technikseminaren kann man sich noch stärker profilieren. Gute Beispiele, die zeigen, es kommt darauf an, den Nerv der Zielgruppe zu treffen. Denn nur so kann man im intensiven Wettbewerb der Destinationen überzeugen.